Hallo Leute und herzlich willkommen zum 78. Part von Pokémon Mystery Dungeon Erkundungs dem Himmel. Im letzten Part, da haben wir herausgefunden, dass das Ganze einfach nur eine Inszenierung von Darkrai war in der Hauptstory. Und Darkrai war auch verantwortlich für die ganzen Sachen im Zeitturm. Es versucht die ganze Welt in Dunkelheit zu hüllen und nachdem es das mit der Zeit nicht geschafft hat, hat es sich mit der Raumverzerrung auseinandergesetzt. Es möchte die ganze Welt in einen Albtraum einhüllen und das Cresselia, was uns entfernen wollte, war eigentlich auch eine Täuschung von Darkrai und wir machen mit der ganzen Hauptstory einfach beim nächsten Mal weiter. Also, sobald wir diese beiden Bonus-Episoden hier abgeschossen haben, denn denen wenden wir uns jetzt zu. Das Auweia des Tages, das werden wir jetzt anfangen. So, los geht's! Eines Nachts in der Gilde. So, Auweia des Tages, das ist über Sonflora hier. Hey, Sonflora, sieh mal, der Mond sieht heute wirklich toll aus. Huch, Sonflora, was machst du da? Was? Du schreibst etwas. Auweia, nicht gucken, das ist mir so peinlich. Auweia, auweia, auweia. Was? Ah, jetzt verstehe ich. Das muss es sein. Du hast angefangen, ein Tagebuch zu führen. Nicht wahr, Sonflora? Ja, um meinen vergangenen Tag noch einmal Revue passieren zu lassen. Aus diesem Grund habe ich mich dazu entschlossen, nun ein Tagebuch zu führen. Das ist mir irgendwie unglaublich peinlich. Oh, wie es blascht. Ich stelle mich bloß an. Ich werde versuchen, jeden Tag etwas hineinzuschreiben. Das ist großartig. Gib dein Bestes, Sonflora. Und mach dir keine Sorgen. Ich werde nicht versuchen, heimlich darin zu lesen. Heimlich darin lesen? Das ist nicht erlaubt, ganz und gar nicht. Zum Glück habe ich es auch noch nicht getan. Wenn es jemand heimlich lösen würde. Auweia, 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 auweia. Nun, wenn es nur ein kurzes Durchblätter wäre? Nein, ganz gar nicht gut. Das ist einfach gar nicht gut. Oh, viel zu peinlich. Auweia. Das wird lustig. Das Auweia des Tages, ja. Das Auweia des Tages. Ich bin Sonflora. Ich bin ein Gildenlehrling. Das Leben in der Gilde gefällt mir sehr gut. Ich mag Schätze wirklich sehr gerne. Und das Training macht einen Riesenspaß. Seitdem ich in der Gilde bin, haben sich meine Erkunderfähigkeiten wirklich verbessert. Vor einigen Tagen wurde ich zum Gildenmeister gerufen. Ich war nervös, ich war mir nicht sicher, weswegen er nach mir fragte. Also ging ich zur Kammer des Gildenmeisters, um herauszufinden. Um besser herauszufinden. Oh, weia! Ich wurde gelobt! Weil ich wirklich hart gearbeitet habe und mich auf Erkundung gut angestellt hatte. Oh, weia! Was habe ich mich gefreut! Ich freute mich so sehr, dass ich Angst hatte zu platzen. Aber an meinem Selbstvertrauen könnte ich noch etwas arbeiten. Deswegen möchte ich noch viel mehr vom Gildenmeister lernen. Ich mag die anderen Gildenlehrlinge wirklich sehr. Es macht Spaß, gemeinsam Zeit zu verbringen. Alle hier sind sehr freundlich zu mir. Dass ich in dieser Gilde trainieren darf, das macht mich unglaublich glücklich. Aber in Bezug auf meine Freunde, da gibt es etwas Besorgniserregendes zu berichten. Ja. Krakelo! Oh, die beiden mögen sich scheinbar nicht. Kommen wir zu dem, was mir Sorgen bereitet. Ich bin ja in der letzten Zeit nicht sonderlich gut mit Krakelo ausgekommen. Und warum? Gemeinsam mit Erkundung mit Krakelo bin ich sogar frei geblieben. Krakelo ist trotz meiner Warnung blind in einen Dungeon. Achso. Krakelo ist einmal trotz meiner Warnung blind in einen Dungeon hineingerannt. Woraufhin wir beide K.O. gegangen sind. Als ich zu mir kam, wurde mir klar, dass wir beide das Bewusstsein verloren hatten. Trotz meiner Warnungen. Unglaublich. Seit jenem Tag haben Krakelo und ich uns nicht in die Augen blicken können. Das macht mir Sorgen. Aber es ist alles seine Schuld. Nach diesem üblen Fehlverhalten hat sich Krakelo nicht einmal entschuldigt. Das ist einfach unverzeihlich. Oh, da bist du ja, Sonflora. Oh, hallo, Plaudergei. Ich habe nach dir gesucht. Es gibt da etwas, das ich mit dir besprechen möchte. Komm bitte mit. Besprechen?
Auweia, Plattenreif will mich rapen. Was das wohl bedeutet? Na, oh, doch nicht, okay. Hoch, Opa, wach mich zur Magnetzone. Hallo, Sandflora. Oberwachtmeister Magnetzone besucht uns wegen eines speziellen Anliegens. Eines speziellen Anliegens? Stimmt genau. Wir haben in letzter Zeit leider Probleme mit der Festnahme eines bestimmten Ganovens gehabt. Wir haben alles versucht, aber es nicht geschafft, ihn zu fangen. Um diesen Ganoven geht es. Krakelo. Nein. Alpolo, okay. Sein Name ist Alpolo. Er ist ein Ganove der Kategorie S. Oh mein Gott, das wird schwer. Oh, er ist auch bekannt als der unbesiegbare Alpolo. Unbesiegbar? Stimmt genau. Egal wie oft man ihn K.O. gehen lässt, er taucht immer wieder auf, als wäre nichts geschehen. Dieser Alpolo scheint wirklich unbesiegbar. Deswegen konnten wir ihn bisher noch nicht dingfest machen. Ein unbesiegbares Pokémon, Alpolo. Also kam der Oberwachmeister Magnetzone, um die Dienste eines erfahrenen Erkundes in der Gilde in Anspruch zu nehmen. Der Gildenmeister hat dem Oberwachmeister jemanden empfohlen. Sonflora, diese Empfehlung bist du. Was? Ich? Sonflora, deine Fähigkeiten überragen die der anderen Lehrlinge. Aber auch ich glaube an dich. Gildenmeister, ich war ja Gildenmeister. Es gibt ein Problem. Leider gibt es kein Pokémon, das dich begleiten könnte. Alle anderen sind mit ihren Gildenpflichten beschäftigt. Allein die Neuankömmlinge wären da. Also wir. Apropos Neuankömmlinge. Wir haben Team Nintendo zur Erkundung des Wasserfalls geschickt. Ah, dann spielt das, okay. Und Pidita ist schlichtweg nicht erfahren genug. Er kann das noch nicht. Ist schon in Ordnung, Plauderei. Ich schaffe das schon allein. Gut, wir möchten du nicht viel zu viel zumuten. Aber wir zählen auf dich. Alpolo ist in der Quelle ist was? Alpolo ist in die Quellhülle entkommen. Dem Magnetilo-Report zufolge hält er sich dort versteckt. Wenn du dich jetzt aufmachst, solltest du ohne ihn ohne Probleme einholen können. Die Quellhülle also. Kein Problem. Gut, ich bin schon unterwegs, Gildenmeister. Einen Moment noch. Ja, bitte? Die Quellhülle ist in der Nähe der heißen Quelle. Das heißt. Unter ihr fließt Lava. Also ist die Wahrscheinlichkeit, dort auf Feuer-Pokémon zu treffen, recht hoch. Oh. Noch etwas. Alpolo ist ein Gift-Pokémon. Ja, und Geist-Pokémon. Aber, ja. Es wird hier jetzt hauptsächlich als Gift-Pokémon dargestellt, weil Sonflora ja vom Typ Pflanze ist. Was ein ziemlich nachteilhafter Typ ist, deswegen ist diese Bonus-Episode auch schwer. Du sprichst die verschiedenen Pokémon-Typen an. Genau. Ich bin ein Pflanzen-Pokémon, das heißt, Angriffe vom Typ sowie vom Typ Gift, Feuer und Gift richten bei mir großen Schaden an. Ich glaube ja kaum, dass die Quellhülle nur schwache Pokémon auf mich lauern. Ich sollte Vorsicht walten lassen, alles andere wäre leichtsinnig. Da du diesen Auftrag erledigst, Sandflora, nehme ich an, dass es keine Probleme, größeren Probleme geben dürfte. Ich gehe nur auf Nummer sicher, man weiß ja nie. Ja, vielen Dank dafür. Das ist ein persönlicher Auftrag des Gildenmeisters. Ich darf keine Schwäche zeigen. Solange ich mich gut darauf vorbereiten kann, dürfte es kein Problem werden. Das wird ein leichter Sieg werden. Ja, du machst das schon. Genau. Ja. Puh. Oh, vielleicht war ich nervös. Einfach so aus dem Nichts herausgefragt zu werden. Aber schließlich war es ein direkter Auftrag des Gildenmeisters. Oh, weia, ich bin so froh. Als Repräsentantin der Gilde, da muss ich mich von der besten Seite zeigen. Ich muss mich anstrengen und Alpolo dingfest machen. Also besser nicht trödeln und mit der Vorbereitung, damit ich bald losgehen kann. Die Bonus-Episode, das Auweia des Tages, mit Sonflora in der Hauptrolle. Du wirst die Geschichte mit Sonflora als spielbarem Charakter bestreiten. Sonflora Level 29, holy shit. Also wir sind in der Wasserfallhöhle unterwegs. Eine Sache frage ich mich gerade. Kann ich jetzt theoretisch das Tagebuch von... Ach, nett. Also man kann nicht mehr alle Tagebucheinträge lesen, weil es zu dem Zeitpunkt halt noch nicht so weit ist. Und hier unser eigenes? Das dürfen wir doch jetzt theoretisch lesen. Ja, nicht speichern, nee. Nee, nee. So. Na, Chris und Enes sind nicht da. Okay, das Gute an dieser Bonus-Episode ist, da wir halt so im Typen-Nachteil sind, wir können direkt auf unser Lager zugreifen, also auf das von Enes und Chris und...
Ja, dann sollte das auch keine größeren Probleme mit sich bringen. Jobliste kann ich mir nicht ansehen. Hm. So, wollen wir mal. Wir brauchen auf jeden Fall genug Blebersamen. Wie gesagt, Feuer- und Gift-Pokémon. Nee. Naja, ist gut. Okay, Cleon. Boah. Ich habe gar kein Geld. Schade. Nehmen. So. Defense-Schal wäre natürlich was, aber... Moment, sind wir eher physisch oder speziell ausgelegt? Ja. Ja, ist nicht so eindeutig, aber ich sag mal speziell. Ich nehme beides mit, wir haben ja genug Platz wahrscheinlich. Kraftband und Spezialband. Ein paar Wurfgeschosse. Georgbock, Silberdorn. Äpfel. 4 Stück. Die Gummis, nee, die verteile ich nicht an Nissan Flora. Beeren. Sinel. 5 Sinelbeeren, ja, das reicht. Ein Belebersamen. Heilsamen, ja, komm. Ein. 2 Plosivsamen. 2 Schlafsamen. 3 Top-Elixier. Energieball habe ich doch hier. Das nehmen wir mal mit. Kugelsaat. Nee. Angstorb. Köderorb, Lähmorb. Strahlorb. Ja, passt schon. So. Nein. So, jetzt erstmal die Vorbereitung treffen. Energieball. Wir können den Rasierblatt nicht verlernen. Warum nicht? Vielleicht ist das storymäßig relevant. Macht keinen Schaden. Vergessen wir mal die Sorgensamen. Nur wir haben jetzt Energieball gelernt. Antiktiris hier. Oh, Sonflora! Oh, sag es keinem. Du hast mich nicht gesehen. Nur zur Sicherheit verrate ich es dir. Ich bin hier. Aber das heißt nicht, dass ich auf der faulen Haut liege. Verstehst du? Kein Faulenzen während der Arbeit. Auf keinen Fall Faulenzen während der Arbeit. Schön Diktri mal wieder zu sehen. Wir müssen noch das Band hier, das Spezialband. Der Rasierblatt ist physisch, oder? Warum auch immer. Naja, wir werden hauptsächlich mit Energieball angreifen. Ist auf jeden Fall die stärkere Pflanzenattacke. Und ich glaube, Sandflora. Ja, das kriegen wir hin. Ich würde sagen, dann geht's mal los. Ein bisschen Geld wäre aber auch nicht schlecht. 800, ja, nehmen wir mal alles mit. So, los geht's. Quellhöhle. Also gut, bevor ich mich auf den Weg mache, sollte ich meinen Auftrag bestätigen. Ich muss den Ganoven Alpollo fangen. Oh Leute, sorry. Meine Stimme. Oberwachmeister Magnezone sagte, dass ich ihn schnell erwischen kann, wenn ich mich direkt auf den Weg mache. Wenn ich mich etwas beeile, habe ich das ruckzuck erledigt. Ja, alles klar, ich bin unterwegs. So, Quellhöhle, so weit ist es nicht weg. Naja, Feuer-Pokémon, ne? Das sieht hier ein bisschen aus wie Wasserfallhöhle. Was können wir mal in den Müll schmeißen? Oder wegwerfen? So, Attacken erstmal sortieren.
Energieball. Moment. Ja, okay, das ist trifft wenigstens in direkter Linie scheinbar. Das ist schön. Das Pupanz war dadurch kein Problem. Fragia-Beere. So, die Quellhöhle ist, glaube ich, ein ganz machbarer Dungeon. Wir sind ja noch nicht in den tiefen Gebieten. Sonnenorb, ja. Sonnenflora, Sonnenorb. Ja, haben wir das mit, was uns vor die Füße fällt. So. So. Ja, easy. Mit so einer mächtigen Attacke wird das schon. Ja, ich habe jetzt die TM quasi verschwendet, aber... Ernsthaft, Leute, wir haben kein Pflanzen-Pokémon im Team, irgendwie was fest... mitkämpfen würde, von daher passt das schon. Und das wird alles sehr schön machbar, glaube ich. Wobei halt Alpollo das Problem ist. Wir haben halt nur Normal- und Pflanzenattacken. Ja. Ach, vielleicht deswegen. Vielleicht konnten wir deswegen den Rasierblatt nicht verlernen, weil wir dann Alpollo keinen Schaden zufügen können. Ach, das war's schon. Obere Quellhöhle. Ja, wir sind da, okay. Ich bin ein gutes Stück weit gekommen. Besteckt dieser Alpollo nur. Ist er noch tiefer in die Höhle geflohen? Hey, du. Du, was hast du gerade gesagt? Sag bloß, du suchst mich. Wer ist das? Ich höre dich, aber ich kann dich nicht sehen. Hehe, du siehst mich nicht. Wenn das so ist, dann werde ich mich zeigen. Oh, weia, du hast mich erschreckt. Ich bin Alpollo. Wenn du nach mir suchst, du musst ein Erkunder sein. Ganz genau. Mein Name ist Sonflora. Ich bin gekommen, um dich festzunehmen. Mich festnehmen? Das hört sich ja interessant an. Hey, Sonflora, warum glaubst du, taucht ein Ganove wie ich genau vor deiner Nase auf? Vielleicht. Vielleicht, weil ich doch nicht gefangen worden bin. Alle Erkunder, die es je probiert haben, sie haben aufgegeben und ihr Selbstvertrauen verloren. Diese Form der Enttäuschung. Ich erteile dir gerne eine Lektion, wie sich das so anfühlt. Nur zu. Ja. Blöder Alpollo. Aber ich werde dich erstmal einschläfern. Schlafsam. Nimm das. So. Energieball. Und nochmal Energieball. Und nochmal Energieball. Und noch... Ah, Tiefschlag. Warum auch nicht? So, schlag nochmal. Und nochmal Energieball. Okay, das war easy. Ja. Ja. Oh, ich habe es irgendwie geschafft, ihn auszuschalten. Ha, naja, dieser Alpollo hatte wohl ein großes Mundwerk, aber dahinter steckt... da steckt hier nichts hinter. Er bewegt sich nicht mehr. Er sieht so aus, als wäre er K.O. gegangen. Also beeile ich mich besser und nehme ihn fest. Juhu! Oh, weia! Es ist so hell! Oh, ich sehe nichts! Oh, weia! Was? Ich weiß noch, dass ich ihn gerade auf die Bretter geschickt habe. Warum ist er plötzlich wieder munter? Hast du gesehen? Es ist unmöglich, mich fertig zu machen. Du fragst warum? Tja, das ist so, weil ich unbesiegbar bin. Unbesiegbar? Oh, ich erinnere mich. Na, die Rückblende ist jetzt total unnötig. Er ist auch bekannt als der unbesiegbare Alpollo. Unbesiegbar? Das stimmt genau. Egal wie oft man ihn K.O. gehen lässt, er taucht immer wieder auf, als wäre nichts geschehen. Dieser Alpollo scheint wirklich unbesiegbar. Darum konnten wir ihn bisher noch nicht dingfest machen. Ein unbesiegbares Pokémon, Alpollo. Unbesiegbarer Alpollo. Ganz egal, wie viel Schaden ich abbekomme, das macht mir gar nichts aus.
So Leute, ich würde sagen, an dieser Stelle, Alpollo ist ein bisschen serious drauf, also wir werden im nächsten Part ihn auf jeden Fall auf die Bretter schicken. Ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder, also morgen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.